Herzlich willkommen in der mystischen Welt. Unser Thema heute in unserer Reihe Europäische Prophezeiung. Der Autor und Geistliche Pater Nactour. Ich bitte hier direkt, meine Aussprache nachzusehen. Mein Französisch ist Jahre her und meine Informationen beziehe ich allein aus Schriften und alten Büchern. Pater Charles Auguste Lazare Nectoire wurde am 30. November 1698 in Saint-Laurent-sur-Sèvre, Vendée, Frankreich geboren. Sein Vater stammte aus Autun, Saône-et-Loire, und war ein Berater und Rechtsanwalt am Hauptsitz in La Rochelle. Seine Mutter war Catherine du Boucher. Pater Nectoire war ein Provinzial der Jesuiten von Aquitanien. Er war Oberer eines Jesuitenhauses in Belgien und dann von 1752 bis 1760 Rektor des Kollegiums von Poitiers. Er ist Autor zahlreicher asketischer Schriften. Viele hielten ihn für einen Heiligen und Propheten. Pater Nectoire starb am 29. April 1773 in Dax-Landes. Über ihn sagt man, er habe einst ein Kind von den Toten aufgeweckt. Offenbar machte er Prophezeiungen über Madeleine Sophie Barat, die später die Gesellschaft des Heiligen Herzens gründen sollte. Suzanne, die Mutter von Madeleine, berichtete, dass Pater Nectoire sich auf sie bezog, als sie noch ein Mädchen war. Er sagte, diejenige, die dazu bestimmt ist, in Frankreich zu sein und Gründer dieser Kongregation, ist immer noch in der Obhut ihrer Puppen. Er kündigte an, dass diese Gesellschaft Damen der christlichen Unterweisung heißen würde. Madeleine war damals erst 3 oder 4 Jahre alt. Im Jahr 1733 kehrte Madeleine zurück, um Pater Nectoire zu konsultieren, der ihr das gleiche Schicksal bestätigt. Im Alter von 82 Jahren bestätigte Frau Geoffrey, die damalige Oberin der Damen des Heiligen Herzens in Lyon, offiziell alle hier beschriebenen Fakten über ihn als authentisch. Während der Unterdrückung der Jesuiten in Frankreich vertraute Pater Nectoire einem sehr jungen Priester von Poitiers, dem Abt d'Avion, an, was Gott ihm über die Zukunft offenbart hatte. Die Gesellschaft Jesu sollte bald in allen katholischen Staaten abgeschafft werden. Aber es würde nicht ewig dauern und er, der Abt von Avion, würde zu seiner Wiederherstellung beitragen und Teil der Gründung der neuen Jesuitengesellschaft sein. Er verkündete ihm, dass er Erzbischof einer großen Stadt sein würde und mit aller Kraft die Rückkehr der Söhne des heiligen Ignatius befürworten würde. Dann sagte er weiter, dass die Jesuiten in seiner Diözese ihr erstes College eröffnen würden. Er kündigte auch die Schrecken der Französischen Revolution, die Entwicklung der kontrarevolutionären Bewegung und den Triumph der Bourbonen an. Diese Vorhersagen wurden bestätigt. Die Vorhersagen von Pater Nectoire wurden 1833 vom apostolischen Bicar notiert und veröffentlicht von Ailis von Edinburgh. Kommen wir nun zu seinen Prophezeiungen. Ich zitiere wieder aus dem Buch von Josef Stocker, Der Dritte Weltkrieg in Prophetie und Vorausschau. Wenn die Ereignisse, die den Triumph der Kirche herbeiführen werden, herannahen, wird eine solche Unordnung auf Erden herrschen, dass man meinen wird, Gott habe die Menschen ganz ihrem verkehrten Sinn überlassen und die göttliche Vorsehung kümmere sich nicht mehr um die Welt. Es werden sich in Frankreich 2 Parteien bilden, die sich auf Leben und Tod bekämpfen. Die eine wird zahlreicher sein als die andere, doch die Schwächere wird siegen. Es wird alsdann ein Zeitpunkt eintreten, so schrecklich, dass man glauben wird, das Ende der Welt sei gekommen. Das Blut wird in mehreren großen Städten fließen. Die Elemente werden in Aufruhr geraten. Es wird sein wie das jüngste Gericht im Kleinen. In dieser Katastrophe wird eine große Menschenmenge zugrunde gehen, doch die Bösen werden die Oberhand nicht gewinnen. Sie werden die Absicht haben, die Kirche gänzlich zu zerstören. Doch die Zeit wird ihnen dazu nicht gelassen werden, denn diese schreckliche Periode wird von kurzer Dauer sein. In dem Augenblick, wo man alles für verloren halten wird, wird alles gerettet sein.
Während dieser Umwälzung, die, wie es scheint, allgemein sein und sich nicht nur auf Frankreich erstrecken wird, wird Paris gänzlich zerstört werden. Nach diesen schrecklichen Ereignissen wird die Ordnung wiederhergestellt werden und jedermann wird Gerechtigkeit widerfahren und die Gegenrevolution wird beendet sein. Alsdann wird der Triumph der Kirche, ihr letzter Triumph auf Erden, so groß sein, wie sie noch nie einen ähnlichen erlebte. Wenn England anfängt, in seiner Macht erschüttert zu werden, so wird man einer allgemeinen Katastrophe nahe sein, wie man das Nahen des Sommers erkennt. Wenn der Feigenbaum zu knospen beginnt, so wird man das Nahen dieser Ereignisse erkennen, an dem beginnenden Verfalle Englands. England wird seinerseits eine Revolution durchmachen, schrecklicher als die französische, und Frankreich wird England zur Wiederherstellung des Friedens behilflich sein. Liebe Freunde, heute mal nur eine kurze Prophezeiung, aber ich hoffe, ihr seht trotzdem Parallelen zu anderen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diese Prophezeiung fandet. Teilt das Video, drückt auf den Daumen und vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren.